Ein kurzes Update für den 3.3.2020. Es spitzt sich ja immer mehr zu. Auch hier wieder vorneweg, ich erkläre es den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und du musst irgendwann einmal erkennen, was du selbst bist, was es heißt, ein Geist zu sein. Und wir schauen uns jetzt das heutige Update einmal etwas genauer an. Und zwar geht es mir darum, dass ich hier mit Nachdruck nochmal mit hundertprozentiger Sicherheit beweise, wie blind die Arroganz des geistlos nachgeäfften Wissens einen Geist macht. Zum Beispiel zeigen mir die Weisen deiner Welt, die in der Arroganz leben, dass sie glauben, sie wüssten besseres, vollkommeneres Wissen wie die Weisen, die alten Weisen, die wir uns jetzt ganz bewusst in die Vergangenheit denken. Und du wirst irgendwann einmal demütig erkennen müssen, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Es beginnt bei diesen einfachen Bibelsätzen, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und da springen wir jetzt gleich in das neue Update rein. Und ich vermische jetzt mehrere Wissensgebiete. Ich teile mal hier unser Bild. Und dann springe ich gleich hier in das neue Update von heute rein. Das ist also das Update vom 3.3.2020. Das Update heißt der ewige Astrologos. Und jetzt ist natürlich schon interessant, wenn wir das hebraisieren, da müssen wir ja drauf kommen, das ist das hebräische Wort für Esther. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, imperfekt, indem ich mich versteckt habe. Und dann haben wir hier ein kleines O, das O ist das Kreisen und dann haben wir den göttlichen Logos. Und darum erkläre ich hier etwas weiter, das kann man ja dann anklicken, wenn du das Update anschaust, wenn es veröffentlicht ist auf der Holofeeling-Seite. Im Hintergrund, und da haben wir jetzt diese rational aufgespannte existierende Öffnung. Wir wissen, ND, wenn du eingibst, den Gematrie-Explorer, das ist die Kurzform für hin und her schwingen, für sich bewegen. Aber man bewegt sich immer um einen Nullpunkt herum. Das ist, mit Holofeeling wird Religion und Physik verschmitzt in eine vollkommen neue Einheit, weil das letztendlich ein Matrix-Programm ist. Und wir haben ein ewiges Heute. Und das ist Hüben 3 und Drüben 3. Und ich merke, viele haben immer Probleme, wenn ich sage Hüben 3 und Drüben 3. Dazu muss man mal wieder wissen, wenn ich das jetzt ausschreibe, D3, das Dalet bzw. das Delta hat den Zahlenwert 4, dann sind Hüben 4 Spiegel und Drüben 4 Spiegel. Und diese 4 Spiegel setzen sich zusammen aus einem Thesespiegel, einem Antithesespiegel, einem ausgedachten Synthesespiegel und dann die rote 4 schließt das Ganze ab. Und dann kriegst du einen Tetraeder. Ich habe jetzt das kurz erklärt und jetzt heißt alles Siderische kreist um euch herum. Es kreist im Meer, inwendig, in euch selbst. Das ist ein Zitat von Paracelsus, alias Theophrastus von Hohenheim, alias IUB. Und du kannst jetzt das glauben oder nicht glauben, den Geist, den du zuhörst. All diese großen Menschen, die du deiner Menschheit, die du dir jetzt ausdeckst, zusprichst, sind alles Leben, die ich durchlebt habe. Irgendwann wird es für dich natürlich sehr abgespaced, wenn du begreifst, dass ich das dann mal behaupte, dass ich du bin. Du hast es nur vergessen. Und auch hier wieder vorneweg, verwechsle das, was ich dir jetzt sage, nicht mit irgendeiner religiösen oder esoterischen Spinnerei. Wir reden von dem, was 100% sicher ist, was jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann, wenn er meine Gedankengänge neugierig, wie ein neugieriges Kind mitgeht. Es ist also hier, da gehen wir jetzt nicht rein, das heißt, sein Licht möge erstrahlen, dieses NW, dieses EN, das sind jetzt nur die hebräischen Grundradixformen. Und was wir uns jetzt anschauen, das sind hier Auszüge, die habe ich eingefärbt aus einer Schrift. Und zwar ist es diese kleine Schrift, die setze ich mit dran. Und ich empfehle normalerweise, dass es für dich sinnvoller ist, erst einmal diese Filmoffenbarungsschriftung zu lesen, weil die sind auf den Punkt gebracht, die gleiten dich nicht, die führen dich nicht weg irgendwie in raumzeitliche Spinnereien, da wirst du immer wieder darauf hingewiesen, was ist jetzt da. Aber wenn man die einmal studiert hat, ist es auch sehr geistreich, sich zum Beispiel sowas anzutun. Und wir schauen jetzt einmal, wenn ich behaupte, ich war dieser Paracelsus, wir schauen uns das einmal an, was da genau steht. Dieses Theophrastus von Hohenheim, das ist ja dieses HWH, HOH, Hohenheim. Was heißt das eigentlich auf Griechisch? Das ist ein griechisches Wort und das heißt schlichtweg und einfach, Gott spricht. Das wäre jetzt einmal eine Kurzform. Wir haben also hier
Zuerst einmal ganz einfach unseren Theos. Den müssen wir nicht eingeben. Das sollte allgemein bekannt sein. Aber wir haben auch hier den Phra, den Phrastus, und das sind die Phrasen. S mit dran, da müssen wir nicht so weit runterfahren. Das ist jetzt Reden, Sprechen, die Sprache, die Redensart, der Ausdruck der Sprache. Und du wirst jetzt merken, das hast du also umgeben, sich einschließen, umfrieden, verspannen mit Nebenbegriffen. Das ist schlichtweg und einfach immer diese erste Sache, der Sprecher, der Andeuter, der Erklärer. Jeder, der etwas erklärt, verständlich macht, zeigt einen Wegweiser. Und ich bin, du sag ich, als Udo Petscher bin ich eigentlich nur ein Wegweiser. Ein Wegweiser, der dich wieder heimführt in dein tiefstes Inneres, wo du eigentlich immer bist als Geist, als träumender Geist, in dieses Zentrum zurückführt, in die Heiligkeit, in deine eigene, in unsere Heiligkeit. Und ein Wegweiser bringt dich, der in dir auftaucht, auf deiner Reise durch deine Traumwelt, der bringt dich da nicht hin, er zeigt dir nur den Weg. Zurück zu dir. Von außen nach innen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Und das ist der Theophrast, dieser Phrastus. Und der Paracelsus wird jetzt natürlich sehr interessant. Das Para. Ich mache jetzt das absichtlich einmal. Wir lesen das zuerst einmal. Das ist ja, heißt eigentlich neben, unmittelbar neben dir stehend, in dir auftauchen. Da bin ich drauf, sehr viel drauf eingegangen. Das schreiben wir jetzt einmal hin. Dieses Para im Lateinischen, ich bin jetzt runtergefahren zu dem Paradoxus. Das Paradox, wieder erwarten, wunderbar, seltsam. Das ist eins der verkehrt übersetztesten Worte überhaupt. Wir schauen uns das jetzt ganz kurz etwas an, nochmal, um was es geht. Was liegt eigentlich, dass wieder erwarten etwas wunderbar ist? Zum Beispiel die Wiedergeburt des Christus. Das ewige Leben. Für einen Materialisten gibt es kein ewiges Leben. Es gibt kein Wiederauferstehen irgendeines Geistes in einer anderen persönlichen Form. Das heißt dazu, sobald ich sage, ich bin auch Saint-Germain, da bin ich natürlich sofort ein Spinner. Ich behaupte jetzt zuerst einmal, dass dieser Udo Petscher, den du dir ausdenkst, ein Gedanke ist, den du dir denkst. Der ist hier und jetzt eine Information, um das abzukürzen. Wenn dir das jetzt alles zu viel ist im Reden, dann nimm das vorhergehende Selbstgespräch. Da wird ganz präzise auf den Punkt Sachen angesprochen, die hundertprozentig sicher sind. Allen voran die Erkenntnis, dass deine Informationen nur du erlebst, kein anderer erlebt deine Informationen, deine Gedankenwelt, deine geträumte Welt. Und du erschaffst alles, was du denkst, jeden Gedanken, den du denkst, erschaffst du in dir eine Information. Und die wird so sein, wie sie von dir gedacht wird. Die Frage, was ist die Ursache? Gehst du 20 Jahre hier und jetzt gedacht, natürlich, das ist wie wenn du in einer Datei zurückblätterst, ein älteres Buch herausziehst aus einem Bücherregal, wo alle Bücher immer gleichzeitig da sind im Jetzt. Es gibt bloß hier und jetzt. Wenn du da zurückgehst, wirst du feststellen, ich habe diese simplen, einfachen Metaphern, zum Beispiel ein Geist träumt und ein Kugelschreiber oder irgendein Schreibstift schreibt ein Gedicht, das ich immer parallel laufen lasse. Dass es erst einmal hier ein Schöpfer ist, der Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Geist träumt. Dass alles, was geträumt wird, ein Dasein müssen ist. Alles, was du dir denkst, ist ein Dasein müssen. Es kann sich nicht raussuchen, dass es so gedacht wird. Und der Kugelschreiber oder der träumende Geist, die können sich nicht raussuchen, was sie erschaffen. Darum ist zuerst einmal alles, was zu existieren beginnt, moralisch freizusprechen. Weil keiner, den du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass er so ist, wie er ist. Genau. Der Jesus genauso wenig wie ein Putin oder ein Trump oder ein Hitler. Genau. Aufbau, wer ist der Maler, sage ich beim Stift? Dein Intellekt, dieser extrem fehlerhafte Intellekt, den du zum Denken benutzt, wo du meinst, dass das ganz toll ist. Und das Paradoxon bezieht sich jetzt letztendlich darauf, dass wieder erwarten Wunder passieren können. Die passieren jetzt. Wenn sie passieren, passieren sie sowieso jetzt. Und du wirst feststellen, jedes Wunder wird nur von jemandem erlebt, der an Geist glaubt, der an sich selbst glaubt. Solange du logisch bleibst, wirst du keine Wunder erleben, weil deine Logik keine Wunder hergibt. Die Grundvoraussetzung, an Wunder zu glauben, ist an Gott zu glauben, das heißt an sein eigenes höheres Selbst. Darum werden Tiere niemals Wunder erleben, weil ich gehe mal davon aus, dass ein Tier nicht an Gott glaubt. Das gilt auch übrigens auch für alle Trockennasen auf dem eigener Definition. Die mögen noch so oft sagen, ich glaube an Gott. Dann müssen sie auch die Gebote leben. Mach dir kein Bild von dir selbst als Gotteskind und mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Wenn Beelet er,
hebraisiert im Kind erweckt. Wenn ich in dir ein Bild erwecke, du bist ein träumender Geist, dann ist es hier und jetzt in deinem roten Kopf. Und wir schauen uns ganz kurz hier dieses Wiedererwarten, eine Hinhaltung, da spannt sich was auf, die Spannung eines Zuhörers, das beginnt schon mit SB, das raumzeitliche Wissen. Dieses raumzeitliche Wissen ist ONN, die Schöpfung von zwei Existenzen. Und ONN heißt Beuge, 50-50. Und jetzt kommen hier so paradoxe Sätze. Wir schauen uns das einmal an. Schau, das wird hier selbst in dem Wörterbuch übersetzt, eine auffallende oder der Meinung aller zuwiderlaufende Sätze. Das wäre das, was wir ein Wunder nennen. Das Wiedererwarten oder was passieren, wo keiner damit gerechnet hat, von einem Augenblick auf den anderen. Du kannst zum Beispiel plötzlich von einer Sekunde auf die andere aufwachen und dir bewusst werden, Mai, alles, was ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, war ja nie in der Vergangenheit. Alles, was ich geistlos nachgeäfft habe, ist ja nur in meinem Kopf. Warum denke ich mir nichts Geistreicheres, Besseres, Vollkommeneres aus? Weil ich meine, ich muss mich an Regeln und Gesetze halten, auch an moralische Regeln. Nochmal, hör dir das vorgehende Selbstgespräch nochmal an. Das ist alles Blödsinn. Du missachtest deine eigene Freiheit. Da steht was ganz was anderes und dann doch wieder irgendwas dasselbe. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Zuerst einmal in einer Maschinenübersetzung. Da heißt es, was für wunderbare Dinge. Das ist schon sehr, sehr präzise. Dieses Mirabilia. Ich muss kurz reinspringen einmal, was das genau heißt. Das ist mehr oder weniger das Bewundernswerte, das Wunderliche, die Wunder. Jeder Moment ist eigentlich bewundernswert, wenn du verstehst, um was es geht. Und diese Wunder, sind entgegen jeder aller Erwartung. Interessant ist hier dieses Wort Contra Que. Da haben wir nämlich das Contra, das gegenüberstehende Que. Ja. Und unser Que habe ich tausendmal erklärt. Das ist jetzt beginnt selbst in den Wörterschulbüchern schon das große Problem. Dieses Que weist immer darauf hin, dass auf ein Vorher und ein Nachher zusammengeflochten wird. Da entsteht schon Zeit, obwohl es Contra Que heißt. Mhm. Der Kontrapunkt. Die Welle, Wellenberg und Wellen da, es sind eigentlich plus minus, befinden sich in dem Punkt in der Mitte, was ich immer erzähle. Und dann haben wir hier wieder der Erwartung der Glauben aller. Das ist die Wunder, die passieren, das ist das Paradoxa. Und wo kommt der Glaube her? Und dann schauen wir uns ganz kurz nochmal das griechische Doxos an. Das ist nämlich sehr wichtig, dass man das versteht. Ach, was verkehrt, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich den Baum hier. So, das Wort heißt schon die Scheinweisheit. Doxa Sophia. Sophia ist die Weisheit und Doxa ist eine Scheinweisheit. Sich Weise dünken. Zeig mir die Weisen deiner Welt, deine Physiker, deine Theologen, deine Pfarrer, all deine Mitmenschen, die einseitig rechthaberisch streiten, indem sie irgendwas aus Medien und Basien nachäffen. Immer Einseitigkeit. Teilweise in einer totalen Verblendung, Einhelligkeit, wir sind gegen dich. Und dann haben sie einen Schuldigen, den sie natürlich auch nachäffen. Du lebst aus zweiter Hand. Du hast dich selbst mehr oder weniger entgeistigt, zu einem Affen gemacht, der geistlos alles nachäfft, was ihm logisch erscheint, das er mit einer Logik bewertet, die er sich gar nicht raussuchen konnte. Und jetzt gehen wir mal in das Doxa hinein, dass wir uns nur das Doxa anschauen. Und da steht eigentlich schon drin, Doxa ist die Meinung, die Ansicht, die Vorstellung, die Erwartung, die du vertrittst. Aber deine Meinung, sage ich, ist nicht deine Meinung. Wenn ich dich als Säugling nehme, du hast mein Schwammbeispiel nicht verstanden. Ich bleibe jetzt in deiner Logik. Wenn ich dich als Säugling nehme und ich lasse dich in irgendeiner Kultur, zu irgendeiner Zeit, in irgendeinem Land aufwachsen, als adoptiertes Kind meinetwegen, dann wirst du gefüttert, du wirst wie eine Maschine programmiert mit Dogmen, mit religiösen Dogmen, mit Geschmack, was schön ist, was man isst, was giftig ist. All das ganze Zeug, das ist der Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und das ist nur eins von unendlich vielen Denksystemen, Programmen, die du zum Denken benutzen könntest als ewiger Geist. Wahnsinn. Ne? Das ist der Wahn, das treibt dich in den Wahnsinn. Das sind ganz klare Worte. Holofeeling ist ein Quantensprung in einen vollkommen neuen Bereich, den ich dir jetzt öffne. Und jetzt gehen wir mal diese Meinung. Ich sage immer, deine Meinung ist eigentlich eine Anderung.
eine Vorstellung, eine Ansicht, eine Erwartung, die man hegt. Und jetzt kommt das Verrückte, dass wir jetzt den Sprung von den reinen Gedankenwelt, der feinstofflichen Welt, wo ja das viele noch ansatzweise nachvollziehen, dass ich sage, wenn du was denkst, entsteht in dir eine Information, die von dir erschaffen wird, die genauso ist, wie du es denkst. Aber wir haben ja auch noch eine sinnlich wahrgenommene Information, wo ich dann natürlich immer sage, und jetzt schau auf deine VR-Brille, sag, schau aus dem Fenster raus, schau in diese Welt, WELD, das ist ein polarer Rand, das ist die Welt einer Gedankenwelt. Tausendfach erkläre ich das, ein doppelt aufgespanntes ELD, das ist unsere Matrix, das hebräische Wort für Welt, das ist ein polarer Rand und du musst den von Augenblick zu Augenblick opfern. Jede Information musst du opfern, dass eine neue Information auftauchen kann. Und das Ganze steuerst du mit einer KI. Das ist jetzt das Wort KI. Die künstliche Intelligenz erzeugt diesen Ballonrand. Meinst du, das ist alles Zufall? Wie viele Beweise willst du denn noch haben? Aber pass auf, interessant ist, wenn wir jetzt etwas runterfahren, besonders die Erwartungen und Ansichten bei Philosophen, besonders bei Akademikern, zeigen mir die Weisen deiner Welt, ist es die Vorstellung und die Meinung. Und zwar ist diese Vorstellung und Meinung von Philosophen und Akademikern, die wir uns jetzt ausdenken, die ja letzten Endes alle bloß geistlos nachäffen. Wenn du Philosophie studiert hast und du bist ein Philosophieprofessor, philosophierst du nicht, sondern du äffst das nach, was man dir eingetrichtert hat in deinem Studium. Und wenn du ein Physiker bist, dann äffst du das nach, was man dir erzählt hat. Und wenn wir uns jetzt verschiedene Zeiten ausdenken, die ja immer jetzt sind, wirst du feststellen, dass man dir im Mittelalter was anderes an der Universität erzählt hat wie jetzt. Und all die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo die Menschen von morgen, die das natürlich auch nur heute denken können, im ewigen Heute, drüber lächeln. Wenn du wüsstest, ich kenne deine Zukunft, wenn du wüsstest, wie unendlich erbärmlich in der Zukunft die Menschen, die Elite von heute erscheint, einer der finstersten im Negativen, der finstersten Jahrhundert ist dieses 20. Jahrhundert gewesen. Das ist die vollkommene Entgeistigung der Menschheit gewesen durch die Naturwissenschaft. Das ist eine Riesensackgasse und das wird gefeiert als ein Riesenfortschritt der Wissenschaft. Wenn man einmal hinsieht und die Lügen anschaut, das geht mit der Schulmedizin schon los. Sterbliche Säugetiere am Leben erhalten zu wollen, hält den Geist in dem Gefängnis dieses Körpers bis in alle Ewigkeit fest. Das ist immer der Säugling muss sich auflösen, dass du kannst eine ausgedachte Menschheit nicht retten, weil die gar nicht von meiner Schöpfung, von der göttlichen Schöpfung aus gesehen, gar nicht für die Ewigkeit bestimmt sind. Gottes Kinder, Geist ist für die Ewigkeit bestimmt und nicht irgendwelche Erscheinungen in deinem Traum. Und dazu zählt alles Existierende, die Betonung liegt auf dir, alles aus dir heraustretende, für einen Moment herausspritzende, jede Gedanken, weil die wird schon wieder vernichtet, wenn du den nächsten Gedanken denkst. Das gilt auch für deinen jetzigen Körper, mit dem du dich verwechselst, weil du das erste Gebot brichst als Gotteskind. Und wenn du jetzt kein Gotteskind bist, das heißt, wenn du kein Geist bist, dann kannst du auch dieses Video nicht anhören. Weil das Video hört jetzt sich jetzt ein Geist an und nicht irgendein ausgedachtes Gehirn oder ausgedachte Ohren. Also gut, diese bei Philosophen, besonders bei Akademikern, was ja auch Philosophen sind, diese Vorstellungen und Meinungen, die stehen im Gegensatz des Wahren und des Wirklichen. Das ist das, was ich dir mit Hochding erzähle. Und dann hast du geradezu den Vorurteil, den Wahn der Einbildung von Traumerscheinungen, die du natürlich vollkommen als hundertprozentig sinnlich wahrgenommene Information, aber eine sinnlich wahrgenommene Information ist eine sinnlich wahrgenommene Information, die sich in dir befindet, sonst könntest du das gar nicht sehen. Und ich sage immer, nimm die kleine Metapher mit der VR-Brille, da kommt nichts von außen, es wird von Thalamus von innen angesteuert. Der Schein der Menge erregen, zahlreich scheinen, und wir machen das jetzt gleich weg. Ich wollte es bloß noch mal betonen, dass du vielleicht ein bisschen Respekt oder eine Demut kriegst gegenüber das, was ich dir hier versuche zu erklären. Wir waren jetzt nur bei dem Paracelsus und jetzt haben wir den Zell. Dieses Zell, wir haben zum Beispiel weder im Griechischen, das ist ja griechisch, ursprünglich ein griechisches Wort, da haben wir ja kein C, aber wir machen uns jetzt spaßhalberweise, machen wir einfach mal, wir schreiben es erst einmal das hebraisiert als ABC, der dritte Buchstabe, und dann landest du wieder bei mir. Ich behaupte, ich bin ja der, und zwar ist es dann C als dritter Buchstabe und L. Und jetzt kriegst du den Erlöser. Genau. Wobei ich dich nicht erlöse, ich bin bloß ein Wegweiser.
Ich bring dir das Schwert, dass du dich selber abnabeln kannst von der ganzen Scheiße, die du bisher geglaubt hast und vertreten hast. Ganz nebenbei nochmal die 34, 3, 4, Skat ist Jupiter, der Glücksgott. So, dann können wir das Ganze einfach einmal reinspringen hier ins Griechische und dann machen wir jetzt statt dem C, wir haben da kein C, machen wir auch SG. Mhm. Und dann machen wir jetzt ganz, wir machen jetzt mal GIL. Mhm. Und dann kriegst du die Erfindung, jetzt wirst du lachend. Das Lachen des Buddha, ich möchte so gerne lachen. Ich erzähle dir ständig einen Witz. Mhm. Das ist so eine alte Metapher von mir und da ich ja die Spiegelung liebe, ist es für mich ja so, dass ich so verdreht bin, dass immer, wenn du dich über was ärgerst, wenn du eine panische Angst vor irgendetwas hast, dann ist es in meinen Ohren, als wenn du lachst. Und ich sage, du hast Zeit, zuerst einmal zu lernen, vor nichts und niemandem dich zu fürchten, vor nichts Angst zu haben und dich über nichts aufzuregen. Und jedes Mal, wenn du dich, wenn ich dir jetzt in deinem Traum was einspüre und dich aufregst oder du Angst hast, dann lachst du für mich. Und es ist wie im normalen Leben jetzt unter Brösel, wenn du einen Witz erzählst und der kommt gut an und die Menschen lachen, selbst wenn du den 100-mal erzählt hast, wirst du den immer wieder erzählen. Ist die nicht mehr lachen. Und dann sage ich, jetzt scheint er langweilig zu sein, dann muss er mal einen neuen Witz einfallen lassen. Du hast die Pointe deines Lebens noch nicht verstanden. Du stehst kurz davor. Wenn du weißt, der Erlöser bist du, du musst dich selbst erlösen. Und wie erlöst du dich? Indem du ganz schlichtweg und einfach was anders denkst, wie das, was dir deine Logik aufzwingt. Dazu musst du aber deine Logik erweitern. Wir sind jetzt nur bei dem Paracel und jetzt haben wir den Susin. Das ist natürlich ganz nett, weil da hast du den Jesus schon drin hängen. Ja. Und jetzt wirst du plötzlich feststellen, wenn ich hier sage, Zitat Paracel, das ist ein Schatten übrigens. Para, um dich herum, hebräisch sind Geburt von Licht, das sind deine Schatten, die du wirst von dem Jesus. Alias Theophrastus, der Gott, der jetzt in dir spricht, die Phrasen, diese Phrasen spricht, von HWH, HUH, das sind die Gedankenwellen, die ich jetzt in dir aufschmeiße. Und zwar bin ich genau genommen du, das ist E-Quadrat sein. Diese reine Energie sein, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Und das ist hier im El Hayom, UB 86 El Hayom. Gott aus mir. Fragen? Zufall? So, und jetzt gehen wir da mal rein. Das ist übrigens ganz nebenbei für den Hubi. Der Hubi weiß jetzt, da meine ich jetzt einen ganz bestimmten Geistesfunken. Da wollte ich nur mal kurz hin. Wenn wir da reinfahren, das ist übrigens eine Gedenkschrift, die denken wir uns jetzt natürlich ganz bewusst in die Vergangenheit. Es taucht immer jetzt auf aus einer Datei, die seit Ewigkeiten in dieser göttlichen Bibliothek drin ist, wo sich alles befindet. Das ist vom 16. November, wird da angesprochen und der, der das schreibt, jetzt denken wir mal ganz bewusst uns einen Schreiber aus, der kommt aus Donauwörth. Ja. Donauwörth ist gleich um die Ecke. Das ist unser Hut hier, wenn er da reinlesen tut. Also das ist sehr spaßig, das ist ein weisheitssuchender Mensch. Wurde am 22.38 in Donauwörth in Bayern als Sohn eines praktischen Arztes bla 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 geboren. Und er macht sich so auf einer Reise durch die Bhagavad Gita und durch die Paracelsus-Schriften. Und was ich jetzt hier gern mache, wir schauen uns jetzt hier, machen wir ein bisschen größer dazu. Das sind jetzt nur einige kleine Auszüge und wir fangen hier gleich einmal an. Das ist so, er hat dann die Welt bereist. Jetzt ausgedachterweise eine Märchenfigur, ein Antagonist, den wir jetzt erschaffen, hier und jetzt in unserem Kopf aufgrund von Worten. Im Anfang war das Wort. Und ich will das jetzt etwas einige kleine Stellen aus diesem Buch nur erklären, dass überall immer dasselbe drin steht, wenn man es verstanden hat. Mhm. All. Less. Ist aber nur von persönlichem Interesse und gehört nicht zur Sache. Ich berühre es und jetzt dürfte dir klar sein, dieses Ich bist du. Und wenn du jetzt das alleine, wenn du alleine bist und es liest, magst du aus den Worten, spricht in dir eine Stimme, das ist deine ganz persönliche Gedankenstimme, aber erleben du das, das rote Ich, der Geist, der sich selbst dabei beobachtet, was er aus den Worten für Informationen heraus generiert. Ich berühre, berühre die Oberfläche, ist nur oberflächlich. Schau dir das mal an. Da ist B, sind zwei, das Rühren. Steckt auch die Ruhe in einem gewissen Maß mit drin.
Das heißt, es bewegt sich was, ohne was zu bewegen. Ich setze dich in Bewegung. Das ist, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, weil jeder Gedanke, den du denkst, denkst du jetzt. Dazu müssen die sich mit Lichtgeschwindigkeit austauschen. Da müsste man sich mit der Relativitätstheorie auskennen. Ohne die Fehler, die ich als Einstein in die Welt gesetzt habe. Ich sage immer, in Ich bin, du, sag ich, ich will mit Holo-Feeling. Die Fehler, die ich als Einstein begangen habe, übrigens auch als Tesla und noch viele, viele andere, will ich jetzt vollkommen machen. Ich berühre es. E Quadrat S, das ist unser eigenes Bewusstsein. Nur heißt flackernd OBR, an der Oberfläche polar erweckt. Flächen. Bei mir ja vor April aufhören. Um anzudeuten, dass es mir nicht an Gelegenheiten gefehlt hat, meine Weltanschauung, den polaren Rand, den ich anschaue, zu erweitern. Da steckt das Eider übrigens mit drin, den Wort Corpus. Bus auf Deutsch heißt Eider. Er weckt doppelt aufgespannt, immer unser W, schaut das kleine Bild an, fängt an zu eitern. Und Anlass zum eigenen Denken, das habe ich jetzt absichtlich violett gemacht, die N heißt Urdein, die geöffnete Existenz, kenne ich, ist wieder unser Fundament. F unter, eine Welle aufschmeißen, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Zum eigenen Denken zu haben, um ungleich größere Bedeutung als die Zufälle des äußerlichen Lebens der Gedankenwellen, ist die Beobachtung der inneren Entwicklung. Ich muss deshalb wieder auf meine früheste Jugendzeit zurückgreifen. Und jetzt habe ich das nur diese kleine Stelle herausgestellt, weil das Wort Corona, wenn du weißt, dass das Corona irgendein Zufall war in deiner Welt, vergiss es. Wird gewöhnlich als Leichenbeschauer. Du kannst die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben, die darum kämpfen, sich möglichst lang am Leben zu erhalten. Übersetzt bedeutet aber eigentlich Kron, die Corona, der Lichtstrahl. Ich habe gesagt, das ist der Heiligenschein, der Kronbeamte. Das sind die Geister, die sich nicht in die Irre führen lassen von den Geschwätz der Antagonisten in ihren Traum, die sich nicht der Masse anschließen. Breit ist der Weg der Masse in die eigene Verderbnis. Die haben keine Überlebenschance. Es ist die Geschichte mit meinen Samenfädchen. Hm. Wie viele Samenfädchen, die du als Menschenaffe, als Männchen im Laufe deines Lebens ausstößt, wann zu Kindern? Hm. Nur ein Samenfädchen, das nach dem Ei in der Matrix sucht, AI, nach dem Schöpfergott in der Matrix sucht, wird zu einem Menschen. Und du denkst dir jetzt Milliarden von Menschen aus. Das sind Gottes-Samenfädchen. Jeder Trockennasenaffe ist wie ein Samenfädchen von einem Trockennasenaffe. Aber er muss nach dem Ei in der Matrix suchen. Das heißt, nach seinem eigenen höheren Selbst. Das ist die Metapher, die dahinter steht. Das Amt eines Coroners umschließt die Pflichten eines Gerichtsarztes und Staatsanwaltes. In den Fällen von Mord und Totschlag, den hast du zurzeit. Mhm. Ganz nebenbei hier jetzt raumzeitliche Geschichte aktuell hier, der Krankenkassenchef, der hier reklamiert hat, dass hier unheimlich viele an der Spritze mittlerweile sterben, der wurde entlassen. Das ist natürlich alles Lüge. Und jetzt wollen sie hier in deiner Welt momentan aktuell, wenn du dich da rein fokussierst, wollen sie jetzt doch ihre Spritze durchsetzen. Wobei das mit der Krankenkasse schon vor über ein Dreivierteljahr in Amerika etliche Krankenkassen Alarm geschlagen haben, dass sich ganz massiv die Krankheitsfälle gehäuft haben nach den Spritzen. Das sind immer die vielen Zeiten, aber das sind jetzt Gedanken. Cut! Jetzt kommt die Schöne mit Holofilm, du hältst einfach das zweite Gebot. Es ist eine Märchengeschichte. Das ist wie wenn du in einem Kino sitzt. Du sitzt im Kino und schaust dir einen Film an, wo du in deinem Kopfkino selbst die Hauptrolle spielst. Und dann kannst du einen Gruselfilm, du kannst spielen, was du willst. Du hast keine Angst. Das ist ein hochspannender Film, den du zurzeit anschaust. Aber nur in dem Moment, wo du begreifst, dass du Geist, als träumender Geist des Kinos bist, in dem du nur eine Rolle spielst als Protagonist. Ja. So, schauen wir uns den nächsten Auszug an. Jeder, der selbst, das ist jetzt ich und ich, J-C-H-I-C-H, wir selbst sind E-Quadrat. Eine Anlage zur Mystik besitzt, wir öffnen. Sobald ein raumzeitliches Kreisen in Gott, das sich öffnet. Ja. Ein Kommen von Lichtöffnungen ist ein Gebären, hebräisch, Ile, das Kind macht es, Bilder, Bilet. Er, das heißt wir zwei, einen Blick in die Schriften von deinem Gottessprecher, Paracelsus. Wer da in die Schriften einen Blick reinwirft, wird sogleich erkennen, dass derselbe ein Mystiker war. Paracelsus sagt, und das ist ein Geros, ein Jesus, dass sie bedenken sollen, nichts ist im Himmel noch auf Erden.
Das nicht sei im Menschen. Im Menschen, wohlgemerkt, rot gelesen, B-Ader, im Ader, im Gotteskind. Die B-Ilet-ER, im Kind, erweckt. Du merkst, jetzt streben hier schon Sachen zusammen. Das ist dieser Satz, du wirst doch wohl nicht glauben, dass da außen um dich herum jetzt irgendwelche Sterne kreist. Zeig's mir. Das ist so der kleine Satz, du gehst zu einem gebildeten Menschen, ich wiederhole das nochmal, ich unterstreiche das nochmal. Bleib einmal als Mensch unter Menschen, sprich als ein Schauspiel auf der Bühne des Lebens, eines Films, der sich in deinem Kopfkino abspielt. Du gehst mit jemandem spazieren, tagsüber, so wie jetzt im Moment, denken wir uns mal strahlender Sonnenschein, das kann natürlich auch bei dir jetzt Nacht sein, weil jetzt ist ja immer alles gleichzeitig, du kannst jetzt nur wieder Cut schauen, was jetzt da ist. Aber wir gehen einmal davon an, du wärst jetzt in der hellen Hälfte des heiligen Tages und dann deutest du einfach in den Himmel hoch, bei strahlend blauem Himmel und sagst, wo sind jetzt eigentlich die Sterne? Und dann schaut dich jeder normal verbildete Mensch an, der kann mit der Frage gar nichts anfangen, weil es weiß doch jedes Kind, dass die da oben sind. Auch die Christen werden so reagieren. Die Juden werden so reagieren. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum am Himmel. Was ist mit dem Gebot? Ich sage, du bist ein tiefgläubiger Materialist. Jeder Moslem, jeder Christ sind Materialisten. Und dann hast du dein Erklärungsmodell, den du anhängst. Dir sind die Gesetze der Welt, der Weisen an der Welt wesentlich wichtiger. Die Kirchen, die zum Impfen aufrufen. Ihr spuckt euren Gott ins Gesicht. Hab kein Problem damit. Ja. Aber ich habe trotzdem die Rechnung dafür bekommen, nicht weil ich strafe, sondern ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und wenn du meine göttlichen Gebote brichst, das beginnt schon, sorge dich nicht um morgen. Sorge dich nicht um morgen. Wieso? Weil es bloß jetzt gibt, es wird morgen nichts passieren. Aber es wird dann heute das auftauchen als selbsterfüllende Prophezeiung. Darum kriegst du von mir, wenn du willst, den totalen Krieg. Dir wird dabei nichts passieren, aber ich werde dich dermaßen in Stücke reißen in dir selber, bis du begreifst, dass das an dir selbst jetzt erlebt, nichts verändert. Es gibt keine Angst, genau. Angst zu haben, wenn man nichts ist. Okay? Damit ist aber augenscheinlich Becken. Das ist die Verabredung. Das ist, was da auftaucht, ist nur Schein, Illusion. Augenscheinlich gemeint, dass der wirkliche Mensch, der Geist, der träumt, nicht jene sterbliche Hülle ist, welche alles ist, was die äußeren Sinne vom Menschen kennen. Das sind nur Informationen. Informationen. Und alles, was der nicht erkennt, ist keine Religion, kein Wahrheitsgefühl, kein Glaube, wenn du ein Materialist bist. Oder mit anderen Worten, keine wirklich geistige Erkenntnis. Du besitzt keine geistige Erkenntnis, wenn du den ganzen Scheißdreck glaubst. Wenn dir nicht bewusst ist, was ist jetzt eigentlich da, wenn du Fernsehen schaust. Sind dann Fußballer da? Bewegt sich da was? Diese sterbliche Hülle, der belebte Leichnam des Geistes, des Menschen, in welchen während des Lebens das Denken, Fühlen und Wollen und die Erinnerung, das Erweckte in deinem eigenen Inneren stattfindet. Das ist jetzt da Schluss rausgeschnitten. Das ist jetzt eine andere Seite. Weise Indiens Bekannten, das ist immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Weise Indiens Bekannten in der Bhagavad Gita, die Geschichte von Arjuna und Krishna. Krishna ist der Schwarze auf Sanskrit und Arjuna ist der Weise. In der Physik ist es das schwarze Loch und das weiße Loch. Der eine saugt auf, der verbindet, das ist Al im Hebräischen oder El ausgesprochen und das weiße ist La oder Le ausgesprochen, auseinandergeschmissen. Implosion, Explosion. Über, jetzt haben wir da, habe ich extra rot gemacht, das könnte ich jetzt natürlich blau machen, dann könnte ich jetzt sagen, aufgespannt, Polar erweckt. Ja. Ich habe jetzt das extra rot gelassen, weil da haben wir den Ivri drin. Ein Ivri. Ist Gott. Ein Ivri, ein Hebräer, der sich von Eber schämt, die zwei Weisen des Alten Testamentes, die sich mit dem Nichts, mit Gott verbinden. Ja. Und Le-Wesen, alle auseinandergeschmissene Wesen, das ist in Gott. Erhaben, Haben ist der eine Sohn, das ist der Mensch, der Adam. Wohnt er, Brahma, dennoch in allem. Du bist immer das Zentrum von allem, was dich einhält, was du um dich herum ausdenkst. In sich selbst unbewegt. Weil du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst. Damit keinen Millimeter von der Stelle bewegst. Du setzt dich in Bewegung, du tauschst nur Bilder in dir aus, wenn du jetzt zum Beispiel gedanklich durch die Wohnung läufst. Ja. Mach die Augen zu und jetzt stell dir vor, du gehst von dem Wohnzimmer raus in die Küche, dann gehst du aus der Wohnungstür raus, aus dem Haus raus, dann gehst du einen Spaziergang in der Stadt und ich erzähle Sachen und jedes neue Wort tauscht Bilder in dir aus, wie auf dem Monitor. Ja.
und jetzt setze für den Monitor einfach eine VR-Brille. Dann kannst du durch was durchlaufen, bist aber immer hier und jetzt. Das ist eine alte Schrift. Weisheit der Alten. Mir fällt jetzt spontan wieder mein 14-jähriger Paracelsus an. Ich zitiere mich selbst live. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass ein Menschlein, ein Affe entsteht, wohlgemerkt, weil der Mann seinen Liquid Vital, die Flüssigkeit des Lebens, der Samen, in die Matrix der Frau reinspritzt. Dieser Samen reinigt die Nieren, so wie der Rotz das Gehirn reinigt. Mit einer menschlichen Entstehung hat es überhaupt nichts zu tun. Jetzt sagt es einmal irgendeinen Mediziner. Dann lächelt er und sagt, ja, 1520, so ein Blödsinn. Die haben ja keine Ahnung. Und du wirst jetzt demütig erkennen, dass das die präzise Beschreibung von dem ist, was ist. Ihr habt keine Ahnung mehr. Ihr seid total verblödet in euer Materialismus. Also gut, in sich selbst unbewegt, bewegt er sich in seiner Natur. Die existierende Schöpfung ist eine Reihe. Wenn ich das jetzt hebraisiere, NA, die existierende Schöpfung ist noch unvollkommen. Wir schauen uns das ganz kurz an. Kann man natürlich auch immer rot lesen, aber wir bleiben jetzt im Normalen, noch nicht gar gekocht. Diese Existenz, das existierende Schöpfung, ist eine Tour. Und da haben wir natürlich wieder viele, die TUR, die Reihe. Dass jetzt auch Personen in einer Reihe, die aufgefädelt werden. Reihe, eine, der Kopf des Schöpfer Gottes. Mhm. Eine Reihe, die Spiegelwahrnehmung. Der Durnus. Wir haben auch die Dur der Daube. Das ist das Christuszeichen schlechthin. Die Dürdeldaube, nicht zu verwechseln mit einer Wilddaube wie Ile Daube. Sie kehrt immer wieder zurück zu den Heimatort. Ja. Das ist das Symbol dieses Kreisens in unserem Spiegeltunnel. Ja. Auskundschaft, bereisen, erforschen, erkunden, nachspüren. Die Tour. Aber da wird jetzt das wieder zu weit führen, wenn wir reingehen. Wir haben dasselbe Spiel, natürlich kann man auch mit einer neuen schreiben. Du wirst aber aus dem System nicht rauskommen, dass wir die Spiegelungen draus machen. Und jetzt kriegst du die Kolonne, jetzt hast du schon die Reihe. Ja. Die Reihe, die Spiegel, eine Schicht auf Schicht, alternierend, SB alternierend. SB, das raumzeitliche Wissen, ist ein reines Alternieren in dir selber, im Hier und Jetzt. Du merkst jedes Wort, wenn ich sage, NTR, wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja, genau. Sagt, es wäre jetzt ganz interessant, wenn wir diese Konsonante Radix NTR noch dazu machen. Ich mache das einmal zuerst mit einer 9. Und dann hast du ein Bewachen, ein Nachtragen, einen Groll. Da haben wir jetzt schon, der Geist fängt an zu rollen. Ja. Aber interessant ist, das ist jetzt das mit TAF, wir haben 2 HDT und jetzt hast du ein Aufhören, ein Aufspringen, ein Davonspringen, das Erlauben, das Hüpfen, das Losmachen. Das ist, es springt in dir, es spritzt aus dir eine Gedankenwelle heraus. Ja. Das ist auch immer wieder dieses Haser, das ich so oft anspreche, da steckt die Phase mit drin. Habe ich mehrere Male, das ist das hebräische Wort, Fantasieren, Wachträumen, auch in etlichen Wörterbüchern steht auch der Wachtraum drinnen. Ein Traum, dieses. Nochmal in der klassischen, im Dennach, taucht diese Radix über 700 Mal auf. Wird nicht ein allereinziges Mal so übersetzt, obwohl es in jedem Wörterbuch so drin steckt. Es wird immer nur mit dieses da. Und genau. Er spritzt etwas aus sich heraus. Das, was du dir ausfantasierst, was du jetzt in deinem Wachtraum träumst, kommt genau. Aus den tiefsten Innern als Information in deinem jetzt ausgedachten innerhalb zu drittes in Erscheinung. Das ist die Grundlage der Natur, zieht sich wie ein roter Faden übrigens durch alle Sprachen der Welt. Dieses System funktioniert auf bei allen Sprachsystemen. Er ist zu geistig, um von materiellen Wesen begriffen zu werden. Ein Affe, eine Existenz wird niemals begreifen, wer sie erschafft. So, und jetzt sag ich, schnipp, jetzt denkst du an deine 2 Hände, schiebst deine 2 Hände, die jetzt nur ein Gedanke sind, vor deine VR-Brille und machst die auf und zu. Hast du das Bedürfnis, den Händen zu erklären, dass du sie jetzt erschafft hast und dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Merkst du, was das für dumme Fragen sind? Ja. Aber meinst du, dass irgendein Trockennasenaffe, wenn du als Brüssel unter Brüssel bist, der auf deiner VR-Brille auftaucht, dass der das verstehen könnte? Er kann es nur verstehen, wenn hinter seiner Person, hinter der Maske, ein Geist sitzt. Genau. Das ist das Eigenartige, wenn du jetzt auf Menschen in deinem Traum triffst, die Holofeeling verstanden haben, hast du überhaupt keine Diskussion, da wird nicht mehr diskutiert, obwohl die vom Charakter her sehr unterschiedlich sein können.
Also niemals wird eine Existenz begreifen, was Ewigkeit bedeutet. Ehe ist zu geistig, um von materiellen, vergänglichen Wesen begriffen zu werden. Ewigkeit kann von einer gänglichen Erscheinung nicht begriffen werden. Es kann nur Geist, ewiger Geist verstehen. Und du bist ewiger Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das ist hundertprozentig sicher. Ohne Anfang und Ende. Wo kommst du her? Ich frage dich, Geist. Was sagt deine Logik? Ich war von meiner Mutter geboren, als Äffchen. Aber die erschaffst du doch jetzt. Den Vorgang erschaffst du mit deinem Wissen hier und jetzt in deinem Kopf als Vorstellung, die du dir jetzt denkst. Kannst du es beschwören? Sage ich nicht immer wieder, dass 99,9 Prozent all der Sachen, die du vor Holofeeling bis dato als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, das Geschwätz deiner religiösen Vorbilder, deiner naturwissenschaftlichen, chemischen, physikalischen Vorbilder, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das sind logische Konstrukte, Makrokosmos, Mikrokosmos und Vergangenheit. Ist komplett austauschbar. Das Erste, was man dir erzählt, wenn du das als richtig abspeicherst, fängst du bloß an, mit jedem zu streiten, der aber was anderes behauptet, weil man denen als Erstes was anderes erzählt hat. Ein ganz simples, einfaches Prinzip, wo jeder 13-Jährige jetzt normal gesprochen sofort nachvollziehen kann. Okay, er ist fern und doch nah. Jetzt weißt du, wieso ich das violett schreibe. Weil das Plus und Minus, Rot und Blau, Geist, Ewiges und Vergängliches, eine eigenartige Mischung einnehmen. So wie das Plus und das Minus, fern und nah. Er ist nicht in die G-Schöpfe verteilt. Er ist das GE-Quadrat, aber das, was er aus sich erschöpft, herausschöpft, das Meer selber sitzt nicht irgendwo in den Gedankenwellen. Es ist dieses Zentrum, aus dem diese Wellen entspringen. Jetzt momentan noch ein ausgedachtes Zentrum. Wir haben jetzt, wenn ich schaue das kleine Bild an, ich sage es nochmal, wenn ich jetzt das so mache, haben wir eine These, eine Synthese, eine Antithese. Der Witz, das sind jetzt diese drei. Und jetzt müssen wir den unteren Punkt nehmen und nach unten klappen, haben wie diapositiv, diapositiv, nochmal drei gegenüber. Das sind die roten drei und die blauen drei in unserem Tetraederspiegel. Wobei die vier, der vierte, jetzt als rot zu lesen ist, nämlich der schließt das Ganze. Da habe ich viele Beispiele dazu. Okay, und dennoch wirkt er in allen. Er ist als der Erhalter. Und jetzt habe ich hier schon der erweckte Haal, der erweckte. Dieses Er ist Gott. Er ist Haal. Er ist die Quintessenz Gott. Er ist dieses Nichts, der absolute Mittelpunkt. Und aus ihm entspringen gespiegelte, erweckte Erscheinungen. In einer TR, in einer Reiche, in einer Spiegelwahrnehmung. Von allen Dingen, die ihn gehen. Können wir rot machen. Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes. Bekannt. Übrigens ganz nebenbei steht in der Bhagavad Gita in Kapitel 13, 15. 13 ist die 1. Echad, die Liebe, die Heilung. Und das ist ja, das ist Gott. Dass der nur oberflächliche Mensch, sprich jetzt der Trockennasenaffe, diese Wahrheit nicht erkennt, daran ist, dass nur oberflächliche Denken schuld. Er weiß nichts von der Tiefe seines eigenen Geistes. Würde der Mensch, der Adam, sich, das ist das rote Dein Ich, in seiner wahren Größe in Gott erkennen, so würde er mit Paracelsus sehen, immer plus minus gleichzeitig, dass in ihm alles enthalten ist. Diese Wahrheit wird aber auch vor allen christlichen Mystikern erkannt. Jetzt nochmal eine andere Seite. Deshalb wirft Paracelsus die Vielwisserei und Spekulation, die Spiegelungen, SB, die Gedankenwellen, und verweist uns, letztendlich bloß uns zwei, mich und dich, der vom Bücherregal erklärt, den, der jetzt eher erklärt sich jetzt selbst, hey, du liest zurzeit ein Buch und bist so versunken, dass du dich mit dem Protagonisten verwechselst, dessen Rolle du jetzt in deinem eigenen Kopf spielst. Darum bin ich als UB jetzt, als blaue UB in dir aufgetaucht, um dich darauf hinzuweisen. Auf den wahren Grund alles Wissens, die Wahrheit selbst. Jetzt die Wahrheit habe ich jetzt violett gemacht. Das Plus und Minus, hell und dunkel, Kreis und Dreieck zum Kegel, Wellenberg und Wellendal oder komplexer die Sache mit der Wohnung, mit der Stätte, die Kollektionen, immer einzeln. Uns ist zum Ersten, ich bin der Erste, am meisten zu betrachten, die Geschrift, und das machen wir das, was du jetzt vor dir hast, und füll zusammen glaubten Büchern der Philosophen und deren, die irdische Götter nennen. Das Inred, Inred,
RETT, kommen wir noch dazu. In ihren Geschriften wieder unser nachfolgenden Text bestehen möchte und eingelegt werden, wiewohl das Licht der Natur, das ist jetzt das Licht einer ausgedachten Sonne, es ist Licht, geistiges Licht, die Lampe im Projektor, und es ist Licht, ich sage jetzt im klassischen Kino, diese Sonnen und die Lampen, die auf der Leinwand entstehen oder auf deiner VR-Brille entstehen, diese Lichter sind ausgedachte Lichter, ihnen nichts versagt hätte. Wir spüren aber wohl, dass ihnen auch nichts gegeben hat. Denn es, E-Quadrat, ich und du, nicht alles unser Philosophieren kommt aus dem Licht der Vernunft. Das ist die Lampe im Projektor. Die wiederum braucht eine Energiequelle und das ist UP. Sondern aus der Listigkeit unseres gemachten Sinne, habe ich jetzt absichtlich wieder Violett geschrieben, die wir uns selbst schöpfen. Wir schöpfen uns doch die ganzen Deppen aus uns heraus. Es ist wie ein Auto, der hier plötzlich, da kann ich tausendmal sagen, was willst du für Geschichten erfinden? Es gibt doch keine Krimis, wenn wir keine Guten und Bösen haben. Es gibt keine Krankenhausfilme, wenn wir keine Gesunden und Kranken haben. Für lebendige Geschichten brauchst du die zwei Seiten. Genau. Du brauchst gescheite Menschen und Dummköpfe. Wobei gescheite Menschen auch geschiedene Menschen sind, solange sie sich noch als normale Affen sehen. Wir achten auf Erden den Menschen für leibliche Seligkeit, nichts Edleres zu sein, denn die Natur zu erkennen und von ihr als vom rechten Grund zu philosophieren und wohl zu reden, desgleichen verachten wir die sinnliche Listigkeit, die sich Philosophiam nennt und ein eingefärbtes Gedünken ist, das wohl geblümt und ausgekühlt. Das ist alles die Findigkeit, wenn eine meinen, sie sind in der Rhetorik gut, indem sie hier ihre Meinung den anderen reintreten. Ich drehe dir keine Meinung rein. Ich sage erst einmal, jeder hat recht. Ich diskutiere nicht. Ich meine das vollkommen ernst, aber nur ein bisschen. Das heißt, dass alles Wissen, was nicht aus der eigenen Anschauung und Erkenntnis hervorgeht, sondern nur auf Hörensagen, das ist das Hauptthema. Du äffst nach. Kannst du es beschwören oder hast du es bloß erzählt bekommen? Äffst du eine Internetseite nach, habe ich gehört, hat man mir gesagt. Hast du es überprüft? Jeden Glauben, jede Meinung, die du jetzt vertrittst, jede Anderung, die du beschwörst, ohne die selbst überprüft zu haben. Wie willst du eigentlich überprüfen, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Du merkst, das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Aber das Hauptproblem liegt in einem vergangenen Denken, weil du meinst, es war in der Vergangenheit was. Stille stehen war die Zeit. Ich wiederhole immer wieder meine Sätze aus der Apokalypse, aus der Enthüllung. Die Hülle um dich herum wird weg, es ist jetzt alles in dir drin, das ist die Apokalypse. Und der erste Himmel und die erste Erde, die du bisher dir ausgedacht hast, werden vergehen und das Meer, sprich Gott, wird nicht mehr sein, was da außen existiert. Es ist das Zentrum, das nicht existierende Zentrum, aus dem All oder El Hayom als Symbol Gottes Meer, aus dem alle Gedankenwellen entspringen. Neue Seite. Das heißt, dass alles Wissen, was nicht aus der eigenen Anschauung und Erkenntnis hervorgeht, aus dem ureigensten Wissen, aus der eigenen Erfahrung, sondern nur auf Hörensagen, Theorien, Spekulieren und Fantasieren berührt, keine wahre Erkenntnis ist. Es ist nachgeäfftes Zeug. Es ist möglich, dass es so ist. Für den, der das dann in sich durch Glauben verwirklicht und nochmal gall die Welle, AOB, Schöpfung aufgespannter Polarität, heißt Beschwörungskunst von Bodengeistern. Das geht so weit, dass du das materialisieren kannst. Du könntest auch materialisieren, dass du übers Wasser laufen kannst. Einer meiner leichtesten Übungen in meinem Traum. Und alle Menschen, die ich mir ausdenke, sehen das dann. Du musst wissen, dass was du träumst, was du dir auch sinnlich wahrnimmst, auf die VR-Brille holst. Die Naturgesetze, an die du glaubst, gelten für all die Figuren, die du dir ausdenkst, obwohl die Antagonisten in einem Traum das gar nicht mitbekommen, dass sie von dir gedacht werden. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ein ganz einfacher Satz. Das Äußerliche, das wir öffnen, äußerlich erkannt zum Erkennen des Geistigen, gehört die geistige Erkenntnis. Das Vergängliche im Menschen, im Adam wohlgemerkt, erkennt das Vergängliche in der Natur. Du kannst immer nur Vergängliches erkennen. Jetzt kurz rausschmeißen, dass uns da nichts passiert. Okay. Das Ewige ihm gehört der Ewigkeit an und erkennt das Ewige.
Das ist das, wenn ich dir sage, mach dir doch einmal bewusst, du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert und du bist der Einzige, der deine selbsterschaffenden Informationen erlebt. Dazu zählen auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, die du aufgrund von Glauben auf deine Farbbrille holst. Und du bist der Einzige, der das erlebt. Und das ist jetzt diese Erkenntnis, dass der, der es erlebt, sich dabei nicht verändert. Ich weise da immer wieder drauf hin. Ob du dich jetzt als 20- oder 30- oder 80-Jährigen denkst, ob du jetzt an ein Haus denkst und gar nicht an deinen Körper denkst, das sind alles vergängliche Erscheinungen, ständig wechselnde Informationen. Was verändert sich an den, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, der ist etwas Existierendes, der das sieht? Was verändert sich an dem Geist, der das sieht, der übrigens nur dann existiert, wenn du jetzt an den Beobachter denkst? Aber der wirkliche Beobachter ist etwas Nicht-Existierendes. Ja. Das ist, wenn ich sage, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, dann taucht eine Information in dir auf. Das bist nicht du, du bist der, der sich das ausdenkt. Und der bist du natürlich auch nicht, weil du bist der, der sich jetzt jemanden ausdenkt, der sich was ausdenkt. Jetzt haben wir diese Reihe, wo ich sage, das geht auf die andere Seite. Ja. Das ist die Reihe der roten X. Wer sich bloß auf seine sinnliche Listigkeit, auf seine Spitzfindigkeit verlässt, der sieht nicht die Wahrheit. Ja. Das heißt, wer sich nur auf den Intellekt verlässt, den ich ihm jetzt als Führerscheinprüfungsbogenwelt gegeben habe, der narrt sich bis in alle Ewigkeit selber und sieht die Wahrheit jetzt violett, dass Plus und Minus immer gleichzeitig da ist. Wenn du jetzt siehst, dass da außen angeblich hell ist, was ja deine Information ist, dann ist es ja nicht dunkel. Das ist die Sache mit der Erdkugel, die angeblich hell und dunkel ständig wechselt. Blödsinn. Zwing dir dein Fehlglaube an ein heliozentrisches Weltbild auf. Deshalb heißt es auch, jetzt sind wir wieder bei den alten Schriften, Bösewichter und Toren wenden sich nicht zu mir. Die interessiert Gott nicht. Und auch nicht die von der Sinneswelt Befangenen, deren Erkenntnis durch den Reiz, welche die Erscheinungswelt auf sie ausübt, deine Traumwelt getäuscht und verloren gegangen ist. Und welche durch die Asuras, die gottlosen Menschen, die sich auch Pfarrer nennen oder gläubige Menschen oder Papst oder nennst, wie du es willst, das sind tiefgläubige Materialisten, gleich geworden sind. Kommt zum Impfen in unsere Kirche, dass wir euren Körper am Leben erhalten. Mach dir kein Bild von dir selbst, wenn du ein Gott bist. Sie ergehen sich in schönen Redensarten, aber ihr Wissen entspringt nicht der Erkenntnis der wirklichen Wahrheit. Super. Auf den Punkt alles. Ja, super. Das ist, wenn, ich kann dir nur eins sagen, wir bleiben mal auf der Brösel-Ebene. Egal, welche Schrift du mir bringst, ob das ein Physikbuch, ein Chemiebuch, ein Philosophiebuch ist, wenn ich mich mit Leuten hinsetze und wir lesen das und du hast die Grundlagen, dann nickst du bloß und sagst, stimmt irgendwie. Du weißt von mir nicht, dass irgendwo was Verkehrtes drinsteht. Das Problem ist die extrem einseitige Auslegung. Genau. Der Verfasser, das sind übrigens jetzt das alte Wort für Upanishaden. Upanishaden. Ja. Was ist das zu bewahrende Geheimnis? L, Heim. GE-Quadrat ist Heim. Sagt, aus zwei Teilen besteht das Wissen. Aus dem Kleinen und dem Großen. Und ich habe jetzt das Kleine, habe ich jetzt violett gemacht mit einem Blauen drumherum. Mhm. Das ist Kol eine, das kann man ja blau, Kol ist alles, auf Hebräisch KL. Und das alles ist nur eins. Aber das ist jetzt ein ausgedachtes, das Kleine. Ja. Und im Großen haben wir wieder unseren geistiges Ross, unseren Sus. Kleines Wissen ist das Erlernen der Sprache, der Arithmetik, der Astronomie, der zum Ackerbau, zur Schifffahrt, Anifahrt, auf der Oberfläche des Meeres fährt es Ania, das Schiff. Das ist das hebräische Wort für Ich, das blaue Ich. Zur Form gewordenen Schifffahrt, Ski, ein Geschenk von zwei Facetten. Zur Erbauung der Häuser und der Tempel und zu anderen, ich sage, das ist schlichtweg und einfach weltliche Wissenschaft. Das sind Programme. Diese Programme kannst du erlernen im klassischen Sinn. Dies ist das kleine Wissen. Das große Wissen ist jenes, durch welches sie zu dem Wesen gelangen, welches Form der Ewigkeit ist, zu sich selbst. Das, was ich dir lehre, ist großes Wissen, das ist Jesus-Wissen, wo du wieder zurückgelangst zu dir selbst, zu der Erkenntnis, ich bin ein ewiger Geist, ich bin ein Gott. Das steht in den Upanishaden unter anderem, kann man wesentlich besser übersetzen, aber das wird jetzt zu weit führen. Dieses große Wissen ist dasjenige, woraus Theophrastus seine Kunst schöpft. Das ist Gott spricht.
Das bin ich. Das ist jetzt diese Schrift. Und jetzt haben wir es eigentlich. Jetzt bist du erlöst. Zumindest, wenn du auf mich hörst. Und das ist jetzt so ein Video, ganz schlicht einfach über Astrologie der heutigen Zeit. Wir können das jetzt ausmachen. Da schaust du einfach rein. Das ist natürlich esoterisches Wissen, aber es ist trotzdem sehr interessant, wie du angelogen wirst. Das Wesentliche sagen auch die ganzen Esoteriker. Die Schwierigkeit ist, haben sie es wirklich verstanden? Es hat einer nicht verstanden. Es sind erst einmal Figuren in deinem Traum, wo du keine Schutzzuweisung machst. Ich sage, bei so vielen viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Das ist immer ein Grundsatz. Einer, der meint, er müsste noch um Geld betteln, glaubt, dass Geld ihn am Leben hält, er spuckt mir ins Gesicht. Auch wenn ich ihn als Kugelschreiber benutze, dass alles gut ist, was er sagt, er kann noch nicht den wirklich richtigen Glauben in sich tragen. Und selbstverständlich brauchst du jetzt auch in einem gewissen Maß, ich sage das immer wieder, in der Welt, so wie du dir die ausdenkst, wenn ich in deiner Welt auftauche, gelten für mich ja die Gesetze als Figur, als Antagonist in deinem Raum von deiner Welt. Ja. Darum sage ich, wenn du jetzt träumst und du steuerst als Protagonist, du gehst in die verkehrte Richtung. Und ich sage jetzt einfach mal, jetzt Hirnwichserei, ganz bewusst Fantasie gedacht, es kommt jetzt ein großer Atomkrieg. Dann musst du wissen, dass all deine Bekannten alle das genau erleben, weil du denkst dir das ja in die von dir ausgedachten Köpfe hinein. Ich habe das immer wieder erklärt. Wobei die es nicht erleben, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und wenn du jetzt auf mich hörst, und du gibst dich hin und du folgst mir, du hörst auf den Wegweiser, du musst ja nichts tun, ich sage das immer wieder. Du spielst das deine Rolle weiter, aber du versuchst, du bemühst dich, Cut, dir jeden Moment bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich da? Und dann wirst du konfrontiert mit Worten von einer Zeitung, auf der Fahrbrille natürlich, oder mit irgendeinem Geschwätz von Politikern. Und du wirst jetzt merken, wie ein Redo, dass du dich nach wie vor noch wirklich resonierst und aufregst über diese unendlichen Lügen, die hier rausgehauen werden aus den Massenmedien. Wobei eine Lüge und die Wahrheit ist immer wieder wie richtig und verkehrt. Du, wenn du jetzt dich selber beobachtest, und der Satz, den ich immer wieder wiederhole, du schaust zuerst einmal, was jetzt da ist, du bist ja der Einzige, der das sieht. Du bist der Einzige, der deine Informationen sieht. Und du erkennst, dass die einen ständigen Wechsel unterliegen. Und dieser Wechsel wird nicht ausgelöst durch irgendeine Welt da außen, sondern durch zwei Phänomene, durch Reizauslöser, die du dir nicht raussuchen kannst, und durch eine Interpretation. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. In dir taucht ein Geräusch auf und du denkst zum Beispiel an dein Handy. Aber jetzt kommt das Hochinteressante, dass in dem Moment, wo du an dein Handy denkst, ist das Handy ja jetzt eine Information. Das war ja vorher nicht da. Es war jetzt zuerst, war das Klingeln da und aufgrund des Klingelns tauschst du deine Information aus, denkst an das Handy und dann denkst du, wer ruft mich jetzt an? Und wenn ich dich jetzt frage, warum hat es jetzt geklingelt, dann erklärst du mit der geistlos nachgeäfften Logik, mit dem Bruch des zweiten Gebotes, dass da außen welcher rumläuft, der jetzt an mich denkt und mir anruft und dann kommt, das ist die Falle, diese ganzen Erklärungsmodelle sind falsch. Genau. Da muss man sich darauf einlassen. Und wir drehen jetzt das bloß auf den Kopf, dass wir schauen, was jetzt da ist. Dazu brauchst du kein Wissen, du musst Bewusstsein haben. Das war übrigens sehr interessant, raumzeitlicher Schnickschnack. Mein jüngster Fan war da bei mir, hier und jetzt gedacht, gestern, meine Esther, weil sie sich für Physik interessiert. Esther ist jetzt, glaube ich, 14 oder 15. Und das ist so eine Freude, das Mädel anzuschauen, mit großen Augen, wie neugierig die ist mit Holofeeling. Und ich sage immer wieder, Esther, das sage ich, die wird nicht manipuliert. Ich sage, du musst jetzt dein Leben leben mit Freundinnen, mit Schulen, mit Fortgehen, mit allem, was du magst. Da mischt sich Holofeeling nicht ein. Aber dieser Satz, den ich sage, auch hier wieder gestern, wo ihr gekommen seid, wir haben Relativitätstheorie gemacht. Und ich habe den Mädchen erklärt, ist nur meine Gedankengänge mitgegangen. Wenn ich behaupte, in Physikbüchern ist auf jeder Seite so eklatante Fehler, die bis dato denken wir uns jetzt natürlich aus, da außen ist ja keiner, bewusst gedacht, von Professoren an Hochschulen gelehrt wird. Auf jeder Seite solche extreme Fehler, wo wenn man selber drüber nachdenkt, und ich betone immer wieder, es reicht der Intellekt eines ganz normalen 13-jährigen Kindes dazu aus, zu erkennen, dass es so gar nicht sein kann, was das für ein Blödsinn ist. Und die war so begeistert, so ich schaue, Esther, in der ich mich versteckt habe, natürlich kein Zufall, ein Symbol, sage ich, das ist das, wenn ich das immer sage, dass ein 13-Jähriger in der Lage ist zu erkennen, dass die ganzen Professoren, die du dir jetzt ausdenkst, die das nach wie vor rausklopfen und einprogrammieren in diese Menschen, die man Studenten nennt,
dass du sehen kannst, dass das ein totaler geistloser Blödsinn ist. Es war zum Beispiel die Erklärung hier mit der Lichtsekunde, die Beschreibung der Lichtsekunde, Grundlage, diese kleine Schrift, die Physik im Nullpunkt, die göttliche Physik im Nullpunkt Gottes, wo hier ganz definitiv hier heißt, was eine Lichtsekunde ist, dieses Spiel, eine dimensionslose Geschwindigkeit. Na, pass auf, wenn dir irgendeiner sowas erzählt, musst du zuerst einmal wissen, was eine Dimension ist. Da haben wir schon mal die kommt von dies und Mentio heißt Denken. Das heißt eigentlich dir, Mentio heißt ein auseinandergeschmissenes Denken. Das ist, du denkst dir jetzt was aus. Du stellst dir um dich herum einen Raum vor, der genau genommen ein T-Raum, ein Spiegelraum, ein Traum ist. Du bist immer das Zentrum. Es sind herausgespiegelte Wissenselemente. Also gut, wir haben diese Dimens, diese Dimensionen, das Auseinandergedachte von dir. Und wenn wir jetzt Geschwindigkeit zuerst einmal nehmen, wenn die sagen, es ist eine dimensionslose Geschwindigkeit, wird in jedem Physikbuch Dimension, Geschwindigkeit angegeben mit eigenartig zum Beispiel Kilometer pro Stunde. Das heißt, es ist eine Strecke, die angegeben wird und eine Zeitangabe. Jetzt eine ausgedachte Streckenangabe und eine Zeitangabe. Die Strecke habe ich hier dann erklärt, SDR-Regel. Das ist einmal eine Vorstellung von A nach B. Aber das müssen wir uns ja wo reindenken in einen Raum. Der Raum ist natürlich groß, aber in dem Raum denken wir uns jetzt einfach eine Strecke. Und wir sagen jetzt, wenn was von da nach da sich bewegt, dann braucht es von da nach da so und so lang. Das ist die Definition einer Geschwindigkeit. Aber sobald ich eine dimensionslose Geschwindigkeit habe, ist es ohne Raum und ohne Zeit. Ja. Licht ist eine dimensionslose Sache. Weil sich das alles hier und jetzt abspielt, das ist die 200 Gramm rote Gnide, die sich mit Lichtgeschwindigkeit umformt, weil alles, was ist, aus einem Speicher kommt, wo alles gleichzeitig ist. Ob jetzt das wir Arbeitsspeicher oder Festplatte oder Internet nennen, alles. Umso tiefer wir gehen, umso größer bis ins Unendliche wird dieser Komplex, der aber solange du nicht dran denkst, eigentlich nichts ist. Und jetzt holen wir hier was in der Transversal, Lichtgeschwindigkeit, holen wir uns was hoch in die Anschau, in unseren sichtbaren Bereich. Mhm. Egal, was du hochholst, das ist immer jetzt. Ja. Das ist alles, was in dir entsteht, entsteht jetzt. Und alles, was vernichtet wird, wird jetzt vernichtet. Das Beispiel mit der Gnede, wir geben der Gnede, ich forme eine Figur um zu einer, eine Gnede um zu einer anderen Form. Ich kann keine neue Form aufbauen, ohne im selben Moment die bestehende im Jetzt zu zerstören. Genau. Das kann ein 13-Jähriger verstehen. Ja. Und jetzt ist natürlich, dass die Formen dann doch wieder irgendwie stimmen, wenn man hebräische Zeichen einsetzt. Genau. Es geht um Kreis, die Kreisform ist die Einsteinform. Aber da weiß deine Welt nichts davon. Okay. Weil Holofilling ist ein komplett eigenständiges Wissen. Und du musst es auch nicht wissen, wenn du sagst, da komme ich nicht mit, dann lernst du zuerst einmal nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Mhm. Du musst aufhören zu lachen, wenn ich dir einen Witz erzähle. Und das um 180 Grad auf den Kopf stellen. Ja. Dass ich nochmals auch immer, wenn du Angst hast, wenn du dich fürchtest, vor was auch immer, auch etwas zu verlieren, das ja gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Ja. Dein Körper existiert doch die meiste Zeit gar nicht. Wo ist dein Körper, wenn du ein spannendes Buch liest? Wo ist dein Körper, wenn du einen spannenden Film im Fernsehen anschaust? Da ist nur ein Geist, da ist nicht einmal der Fernsehbildschirm oder ein Buch da. Jetzt, wo wir darüber reden, existiert das Zeug natürlich. Da sind wir so reichlich drauf eingegangen. Das ist alles hundertprozentig sicher. Wenn du dich weiter nahen willst, nah dich weiter. Du hast nicht mehr viel Zeit. Und dann doch ewig viel Zeit, es geht bloß um den großen Punkt, ich öffne die Tür und ich schließe die Tür für die nächsten 1000 Jahre, die aber nur ein aller einziger Tag sind in einem Traum. Mhm. Und nochmal, es geht hier nicht um Schuld oder Nicht-Schuld, es geht nicht um Impfen oder Nicht-Impfen oder was ist besser, die NATO oder Russland oder Putin. Es geht um den, der sich diese Welle aus diesem Gegensatz ausdenkt. Genau. Ich erkläre jetzt erst einmal, was du bist. Und solange du dann noch in Einseitigkeiten hin und her ambelst, bist du dieser Jakob, der mit dem Engel, mit Gott streitet. Und dann hinkst du. Das ist die Basis. Die Basis, das Fundament. Du musst der Mittelpunkt werden. Und dann macht es Spaß. Ja. Das glaube ich, muss gut sein. Das war ein geistreicher Booster, der hält in alle Ewigkeit. So sollte es normalerweise sein. Das ist eigentlich das Ganze. Und es taucht auf und es fällt dann wieder in uns hinein. Wie sagt Udo immer, wir sagen einfach Patch.